zu. In Erfurt hat sich ein Pfarrer im Ruhestand selbst verbrannt. Im Abschiedsbrief an seine Frau schrieb er von seiner Sorge um die Ausbreitung des Islam in Deutschland. Der Selbstmord geschah am gestrigen Reformationstag auf dem Gelände des Augustinerklosters. Der Magdeburger Bischof Noack äußerte sich bestürzt. Er betonte, dass Christen einen Kampf der